wenn du von hier oben guckst. Scheiße. Ja, sag ich ja. Komm gucken, von hier. Von hier ist noch krasser. Was von hier oben gucken. Wo bist du? Ich komm. Dauert ein bisschen, um das Ding herumzulaufen. Alter, leck mich am Arsch. Das ist so riesig. Junge, die Stacheln hier draußen sind geil. Junge, die siehst du bei Dunkelheit irgendwie gar nicht. Ja. Yeah. Wo chillst du jetzt? Ich chill weiter oben, weißt du, wie sie? Ich baue hier einen Schein auf. Ach, ach, fuck, da oben. Oh, ich dachte, du meinst die Bude hier oben von Dingens. Nein. Ach, scheiße, nee, kein Bock, jetzt nochmal hochzulaufen. Ah, blöder Wasser. Wir haben ja noch Flammengeschütze, ne? Den pack ich ans Tor. Ja, Mann, stimmt. Ich hoffe, die Kacke bleibt da und geht nicht weg. Das wäre geil. So you can suck my dick if you don't like my shit. Jetzt noch so diese automatischen Geschütze. Ja, auf den Türmen überall oben. Oh, Bro.
Bist du? Ich bin hier hinten auch im Turm. Natürlich, siehst du das Geschütz? Wo? Hier vom Ja, Tor. ja, ja. Geht's nicht kaputt? Bis jetzt nicht. Ich habe immer noch drei Stacheln. Hast du hier schon alle Irgendwie. Stacheln kaputt gemacht, die kleinen? Hallo? Hast du schon die Ja, kleinen hier Stacheln? schon. Jetzt geht's. Jetzt. Ah ja, es hat irgendwas nicht gestimmt. Colin, wollen wir jetzt mal eine Runde Fortnite? Obwohl. Eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr. Ich glaube, ich gehe morgen. Musst du morgen in die Schule? Wollen wir Boah, morgen deine Fußball spielen? Ist Steinsäcke, um die spawnen nicht 10? langsam, ne? Die gehen alle kaputt. Was? Oh, Warum die diese drei spawnen? Wichser. Die gehen kaputt, die Steinsäcke. Ich glaube, Steinsäcke? dann gehe ich auf. Steinsäcke. Wieso? Die du schon da am Anfang platziert hast. Ach ja, komm, ich gehe mal früher ins Den. Bett. Gut, adios, amigos. Kenn ich Die ich nicht, am aber wer Eingang bist du? platziert habe. Nein, nein. Hinter unserer Holzbase. Hinterm Holzzaun. Die du schon Okay. ganz am Anfang platziert hast. Ja. Ja, nur noch so 10 HP. Wer hier nicht? Oh, hallo. Als ob du hier drei Dinger nebeneinander gesetzt hast. Oh. Hier vorne. Was davon? Ja, drei Türme. Ja, Direkt das so, nebeneinander. ich mache die überall komplett rum. Das sieht viel fetter aus. Die können dann ja auch nicht richtig durchsehen, die Leute. Die sehen ja nur haufenweise Türme und denken sich, das müssen viele sein, wenn die so viele Türme haben. Du hast nicht noch einen Turm, ne? Nee, ich habe kein Holz. So you can suck my dick if you don't like my shit. What you do? Where you at? Are you at last?
I don't think that. Stimmt, die despawnen. Ne, nur der eine. Der hat bestimmt Schaden abbekommen. Ja, die haben vielleicht mal Schaden abbekommen oder so einen Schuss, Loris. Hast du gehört? Ja. Aber mit den Türmen Auf ist nichts. gebaute Oberflächen kannst du nicht platzieren, die Dinge. Was? Die Türme. Nee, wahrscheinlich nicht. Das ist voll komisch. Sehr geil. Hä? Sehr geil. Und das hier geht nicht kaputt? Hopefully not. Hast du nicht noch eins? Dann können wir das hier hinstellen. Wir haben noch eins, aber ich weiß nicht, ob wir das forschen wollen. Ja, lass es forschen. Und dann bauen wir ganz viele von denen. So, ich wollte noch. Ich wollte noch. Spitzhacke. Ey, das mit den Türen macht alles gar keinen Sinn. Warte mal, mach noch nicht auf. Ja, jetzt kannst du. Ja, da ist nur eins von dem Geschütz drin. Ja, ich guck nur mal oben, ob ich in der Forschungskiste eins noch hab. Müssen wir es eine aufbewahren. Wie viel kostet das denn zu forschen? Wir haben doch was. Ja, es kostet viel zu viel. Safe? Mhm. Ah, okay. Dann schau es doch. Ja, wo sollen die Stacheln noch hin? Such dir da einen Platz aus. Ich meine, ich brauche jetzt erstmal Holz, dann mache ich die Bodenspikes und die komplette Dings. Ich glaube, ich setze sie auch einfach noch vor die Tür hier. Wie meinst du wo? Hm? Wie meinst du denn wo? Ja, auch noch vor das Tor hier. Achso, ja.
Hast du geschossen? Ja. Ja. Wir waren so nackt da. Okay, ich bin auch nochmal mit der Kettensäge unterwegs. Der improvisierte Hammer ist für Bäume ja sowas und dämlich. Der Scheiße, Digga. Den brauchen wir schon gar nicht mehr forschen. Dann nehme ich mir lieber eine Axt. So easy Space Raiden jetzt. Ja, die ist ja schon Schrott. Ja, die neue? Ja. Als ob schon wieder. Ja, die wurde doch schon gewählt, habe ich gesagt. Ja. Wie wir nur noch alleine hier in der Party sind. Vor allem mal. Sonst sind die Säcke auch immer so ewig an. Ja, ich finde keine Bäume, Digga. Auch keine mehr. Hier ist ein Baum, aber hier sind zwei Bäume, die sind einfach in einem Berg gespawnt. Loris? Ah, du bist das. Ich dachte gerade. Da kommt auf einmal einer. Da. Ich wollte dich gerade schon abschießen, hast du nochmal Glück gehabt. Fangen wir hier. Ja, wenn dieser Spiker mal laden würde. Wenn ich ihn platzieren kann. Such mal aus jeder Chest alle Melonenpflanzen und Samen und pflanze sie da mal an. Das mache ich auch, also mitten in unserer Base, meine ich. Mache ich jetzt auch. Alles, was ich an Kerne habe, pflanze ich direkt da rein. Jetzt ist da ein Baum gespawnt, ihr Mann.
gar nicht geradet werden. Gut, da geht's auch nicht durch. Da bekommen die auch Schaden. Gerade so viel Kürbisse. Ich hab 150 Samen. Ah, ja, nice. Ja, ich pflanze gerade welche. Ich ernte welche und dann fresse ich gerade so viele. Und dann setze ich die da auch hin. Wollen wir gleich nochmal zur Kugel gehen gemeinsam? Können wir. Bisschen Schrott holen. Vielleicht auf dem Weg irgendwie Holz. Ich meine hier außen anpflanzen, nicht da dran. Hier. Ich hab geerntet. Achso. Hier immer so von der außen der Mauer entlang nach innen. Leckt bei dir auch? Mhm. Ah, jetzt ist wieder da. Später kommen dann die Penner, die mal unseren Zaun kaputt gemacht haben, und stehen dann vor dem Ding. Ja, jeden Abend machen die das. Die machen das immer zu einer Zeit. Mhm. Oder die Mauer ist verbuggt und geht kaputt, aber irgendwie kann... Ja, er zieht uns dann die Kürbisse ab. Ja, aber das kann... Ja, eben. Deshalb denke ich nicht, dass die Mauer verbuggt ist, weil die Mauer zieht uns ja nicht die Kürbisse ab. Mhm. Oder? Eigentlich ah, nicht. Ja, eben. Mm-mm-mm.
setze gerade noch diese Stapel-Dings draußen hin, damit leere ich mein Inventar und dann lass mal zur Kugel gehen. Hast du geschossen? Noch nichts. Ich hatte einfach Bock. Vielleicht mal irgendwelche Raiden oder sowas. Da hab ich eigentlich keinen Bock drauf. Lass einfach erstmal zur Kugel. Lass mal gehen. Ja. Irgendwo feiern welche. Naja, wollen wir uns mitmischen? Ne. Warum nicht, Digga? Ich geh schon hin. Ich guck mal. Ich werde die ganze Zeit zurückgewagt. Das Spiel ist so buggy mit den Türen. Ich
halt so eine kleine Steinbase los. Bist du? Vor mir läuft einer. Welcher? Ist es einer von uns? Einer von denen, mit dem wir Frieden haben? Ich weiß nicht, weil er läuft halt darunter. Knallen ab und guck, wenn er genockt ist. Nee, ich mach mal nichts. Der hat eh nichts gehabt. Aber wenn es einer ist, mit dem wir Frieden hatten, dann wäre es schlecht. Hast du eine AK dabei? Naja. Komm, wir gehen zu Kugel, aber lass hier runtergehen. Kein Bock nochmal hinten rumzulaufen. Warte mal, da ist eine Chest, die nehmen wir mit. Gerade aus wie ein Spieler mit einem Strahlenschutzanzug. Was ist mit der Base? Die haben auch nur eine Holztür, Loris. Ja, die kriegen wir easy auf. Mit zwei Dingern. Die haben wir noch. Allein mit Waffen. Nee, die zwei Dinger. Hast du neue gemacht? Hast du welche verbraucht? Ja, für die eine Base da oben mit dem Holz. Du Vogel. Aber sollten wir eigentlich aufschießen können? Die haben nicht viel. Aber auch nicht viel Schuss mit. Warte mal. Ja, ich schon 30 abgezogen von 200. 150 Leben hast du, ja. Sicher, dass du alle genommen hast? Ja, ja. Ja, komm, scheiß auf, lass die Kugel gehen. Ja, machen wir später. Ja. Dann craften wir uns das immer mal. Wir haben ja genug Schwefel. Nee. Warte, wir haben geschossen, geh da noch nicht hoch. Wir müssen hier außen bleiben. Sonst die Scheiße ballert uns wieder so ab, Mann. Guck mal, Loris, wo wir jetzt hergehen. Da vorne stand unsere alte Base. Lass mal die Nostalgie fühlen. Wo waren die? Ja, hier, warte, ich zeig dir, ich kenne die Stelle noch ganz genau, Digga. Alter. Hier links ist auch noch eine Holzhütte, ne? Links? Ja, schon vorbei. Ach so, ja, ich weiß. Komm her. Hat auch eine Holztür. Mhm. Hinter diesen Stein gleich. Hier, Loris, hier war die. Einfach hier. Wo bist du? Bin gleich da. Und auf diesen Stein konnten wir hochjumpen. Von hier aus auch aufs Dach. Stimmt. Und hier das. Hier dieser Stein hing noch in unserer Base. Boah, Junge, hier jetzt mit der Kettensäge hin. Maschallah, Digga, das ist ein Segen hier. Aber an sich immer noch ein chilliges Plätzchen. Ja, aber wie wir dachten, dass die Base krass ist, die wir hatten, dabei ist sie ein Scheiß gegen unsere jetzige. Ne?
Ah, nächste muss ans Wasser. Was? Nächste muss ans Wasser, da können wir so gut bauen. Ja, true, sag ich ja. Und dann brauchen wir mehr dieser Ofen, dieser Öfen und wie heißt das? Dieser Ölraffinerie, die wir da hinsetzen können, weißt du? Schlafsack gesetzt. What the fuck, was ist das denn für eine sinnlose Mauer? Das ist eine Ölraffinerie dahinter. Ja, los, die nächste Base kommt einfach ins Wasser. Aber die bauen wir schon, die baue ich viel besser. Ey, da links läuft der. Mhm. Warte, schieß nicht, der muss hochgehen. Dann haben wir ihn. Ja, er läuft hoch. Er ist so tot. Er ist genau vor mir, wenn er jetzt oben auf dem... No, die Leiche fällt runter. Ey, ich kann immer noch auf die zugreifen. Ja, das ist ein Volker. Dosengranate. Ja, nimm mit. Brauchen wir für das viel. Ja, hab ich auch. Oh Mann. Der Arme, der hat wirklich nicht mal mitbekommen, dass wir hinter ihm sind. Da dachte ich jetzt so, ja, nice Loot. Fisch verkackt. Elektronische Sicherung. Können wir gleich bei man. Je. So behindert. Hm? Ja, dass man da nicht einfach drüber laufen kann. Gehst du nicht mit ganz hoch? Nein, nein, ich passe hier wieder auf. Ja, du machst das schon. Ja, der Typ, hier kommt wieder einer. Ja, ich war nicht, war direkt da. Deine Leiche ist runtergefallen, oder? Ja, egal. Der Typ kommt trotzdem hoch. Woher willst du das wissen? Siehst du ihn? Ja, ja, er ist vor mir. Oh no, der arme Digga. Er kommt gleich hoch um die Ecke und dann pam. Ach,
Ach, er ist runtergefallen, so ein Opfer. Egal, hast du ihn gehittet? Nee, nee. Ich warte, bis der Typ hochkommt. Der ist zu blöd dafür. Du hast aber doch geschossen, oder? Nee, ich war da nicht. Okay. Jetzt hab ich, hab ihn. War das derselbe? Ich denke, er hat überhaupt nichts. Hier kommt noch einer. Aber der hat, glaube ich, auch nichts. Der ist ganz unten. Aber ich aim die Kacke einfach ab. Ja, ja. Ich gehe wieder hoch. Boah, fast runtergefallen, das wäre peinlich. Ja, riskier nicht zu viel. Nicht, dass du den gleich hinterherläufst und dann kommt der Typ mit der AK. Nee, ich bin hier oben. Sehr gut. Die nächste Base wird dicker. Da müssen wir aber auch übersichtlicher bauen und nicht so eine Krüppelkacke wie auf dem Dach da. Ja, ja, das meine ich ja. Die nächste wird viel besser, übersichtlicher und größer. Und mehr Metall. Ja, können wir immer noch machen. Wir haben ja Tausende. Bis nach oben. Ja, MP war endlich. Perfekt. Noch ein. Eispicke auch. Hier hast du zwei MP-Körper. Oha. Ne, ein MP-Körper haben wir. Hab ich hier gefunden, oder was meinst du? Ja, weil du sagst, du hast einen MP-Körper und dann noch einen. Dann bist du noch. Hab ich irgendwas mit und dann noch einen gesagt? Ja. Okay. Irgendwo wäre ein Baum gefällt. Warte, ich muss mal gerade was machen. Schießt du rum? Mhm. Irgendwo Richtung Südwesten. Ja, ich weiß. Guck mal, bei E7, der See, der sieht geil aus. Da müssen wir eigentlich bauen dann. Ja. Bin ich denn jetzt, ja. Hüpfst du hier rum? Ja, ja. Lass da noch zum Banditenlager gehen, dann recycle ich da gerade noch. Mhm. Es ist doch geistig behindert, Mann.
Jason noch kein Muster. Ja, warte mal. Ich bekomme auch noch Teschrott. Und alles. Auf mich wurde geschossen. Ja, dann lass es laufen. Von Westen. Ja, das ist die dicke Base. Oder? Mit was für eine Waffe wurde auf dich geschossen? Ich weiß es nicht. Irgendeine Einzelschusswaffe. Kommen die? Ich glaube nicht. Ah, schade. Ist da das Banditenlager da vorne? Ja. Ja, das ist hier ganz nah. Oh no, Heli. Aber lange mache ich auch nicht, weil ich habe so Kopfschmerzen. Ich glaube, wenn wir in der Base. Chill, ich fehle in der Anwendung. Ja, hier kann ich aber eh keiner berauben. Meine Fresse. Loris. Hm? Da regt sich gerade richtig einer auf im Gamechat, weil ich ihn vom gerade am Recycler abziehe, weil ich ihn wegschubse. Hast du ihn abgezogen? Ja. Und? Wie viel? Viel, der hatte nur Fragmente und 5 Schrott. Aber er regt sich trotzdem auf, weil er nichts hatte. Jedes Mal nach der Kugel habe ich 300 Schrott. Jetzt 235, aber ich kann noch was verkaufen. Ach, wo scheiß drauf.
Natürlich, Banditenlager lässt sich am Lecken. Das war echt Was? übel flüssig. Also. Okay, ich halte mein Maul jetzt nicht mehr so wirklich. Ich gehe gerade zur Satellitenschüssel. Wie viel Schrott hast du? Bis jetzt nur 8, aber ich muss nur recyceln. Ich gehe gerade zu den Satellitenschüsseln. Schießen welche. Los. Bin gleich bei den Schüsseln. Dann warte ich hier. Den hast du hinzugefügt. Dominic Toretto. Kommt gleich mit so einer fetten Karre in die Party. Moin. Ah, Rainbow bin ich in letzter Zeit nicht so dumm. Ich bin gerade Hallo. mehr im. Hi. Dumm. Ich bin gerade nicht so im Rainbow Feeling, sondern gerade so im Rust Hype. Knecht, Digga. Kauft ihr auch mal Rust, Digga. 50 Euro ist Ich hab mir Rust angeschaut, Digga. Wohl fühle ich nicht. Fühl ich gar nicht für Janis. Ja, dann lass du da rein wieder. Halas, weil Mylex, der abgehobene Boss, hat keinen Bock. Alles gut. Warte, wenn sie wenn was ist. Ja, yeah, gehen dann mit. Oder wenn was ist, melde dich, ja. Hä? Was ist, Dom? Wenn was ist, melde dich, hab ich gesagt. Ja, mach ich, Digga. Ich küsse dein Herz, ja, viel Spaß. Denn. Ciao, ciao. Danke dir auch. Schon da hinten oder?
vorne läuft wer mit einer Fackel. Warum schreibt er Hallo? Den mit der Fackel, den schnappen wir uns. Er ist da vorne zwischen den Steinen. Beweg dich nicht. Ah, der ist so tot. So tot. Bleib da. Der Wichser. Ich verfolg den jetzt. Loris. Er geht hoch. Ja. Sehr gut. Er läuft zu unserer Base hoch in die Richtung, Loris. Er steht vor mir. Puls ihn weg. Schreibt er, wir greifen an. Mach du mal. Der hatte nichts, schade. Keine AK-Muni mehr. Mashallah. Jetzt schreibt er nichts mehr. Na, hat er verkackt. Die Base. Der meint einfach zu schreiben, wir greifen an. Hab ich gesehen. Blöder Idiot. Hier nimm mal den MP-Körper. Pack das alles, was da liegt, mal in den Tresor. In den Werkschrank. Achso, und deine Dosengranate. Ich hab hier doch noch ein Stoppschild, pack das auch mal zu den anderen Stoppschildern. Ich bin voll. Mach du das hier unten neben dem Schrank. Ja, warte, ich. Ja, mach ich dann gleich. Ich bring gerade noch das Ding. Digga, bei den Rüstungen haben wir auch keinen Platz mehr frei. Junge, so voll. Wir haben wieder 376 Schrott. Was? Wir haben wieder 376 Schrott. Oha, stopp. Ich glaube aber, ich werde jetzt gleich aufgehen, Laura. Ich auch. Haben wir keinen Schwefel mehr? Doch, hab nur nicht reingepackt. Ja, gib mal her.
Es ist in der Kiste. Welcher Kiste? Bei den Holz- und Steinkisten, die kleine unter der Treppe. Ja, warte, ich komme direkt. Ich hab da irgendwie einen Schuss gehört. Na, scheiße. Treppe. Wo denn? Ich guck da gerade in jede. Ah, hier oben die. Da ist kein Schwefel drin. Ach Doch. da. Hier unter der Kiste, die kleine hier. Hier unter der Treppe, die kleine. Nee, ich meinte fertigen. Ach so, nee. Haben wir hier noch Holz? Nee. Ich hab doch Ich gehe Safe. jetzt auch auf. Naja, mach das. Also ne, dann mach's so. Soll ich noch ein paar AKs machen? Was braucht man dafür? Ist gar nicht so to. Ah, wie viel, warte, wie viel haben wir? Nee, scheiß drauf. Das reicht. Ja. Nee, manchmal morgen. Wir brauchen. Es würde reichen für eine, aber wir brauchen halt auch noch Hochwertiges für den Schrank. Ja, ich bin auch. Ja, ich auch. Tschö. Ich bin für meinen. Ciao, ciao.